So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zur 12. Folge der FIFA 19 Road to Glory hier auf YouTube. Und damit willkommen zu einem weiteren Rewards-Video, denn heute gibt's mal wieder die Weekend League Rewards, Gold 1, und die Division 3 Rang 1 Rivals Rewards, die wir gemeinsam öffnen werden. Ich habe mich diesmal sogar für die Packs entschieden. Heißt, ihr werdet im folgenden 10 Minuten wunderschönste Pack-Action sehen. Wenn es euch wieder gefällt, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich das Abo nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Und im Anschluss, sprich nach den 10 Minuten geballter Pack-Opening-Power, werde ich gemeinsam mit euch nochmal kurz eingehen auf mein Team. Denn der ein oder andere hat es vielleicht noch im Hinterkopf, ich hatte ein unfassbar geiles Team geplant für die aktuelle Weekend League, die vor uns steht. Aber es ist alles ganz anders gekommen. Wieso, weshalb, warum, gehen wir direkt nach dem Pack-Opening ein. Ich würde euch jetzt aber erstmal ganz viel Spaß wünschen und wir sehen uns direkt danach wieder. Das heißt, wir holen uns jetzt zuallererst mal die Division Rivals Rewards ab. Dürfte Division 3 Rang 1 sein. Okay, das ist halt jetzt die Frage. Ich habe mir die Frage noch nicht gestellt, Jungs. 70.000 Coins, 2 seltene Mega-Packs und 1 seltenes Elektrum-Spieler-Set. Was sind schon wieder? Das sind, glaube ich, die 55.000 und ich weiß gar nicht was. Okay, Option 3 will ich nicht. Also entweder 1 oder 2, Jungs. Was meint ihr? Wir haben bisher noch nie, glaube ich, Packs genommen. Doch, letztes Mal haben wir Packs genommen. Was soll ich nehmen? Die Coins oder nicht die Coins? 1 oder 2? 1 oder 2? Ich meine, Coins ist natürlich vernünftiger. Packs wäre nochmal ein bisschen lustiger. Ach, wisst ihr was? Wir schreiben sogar die meisten 2 rein. Ich nehme die Packs mit der kleinen Info an dieser Stelle, dass die Packs wahrscheinlich niemals die Coins rausholen werden, okay? Also es ist eigentlich dumm, aber wir gönnen uns mal den Spaß. Wir gönnen uns mal den Spaß. Come on, let's go. Man muss sich auch mal gönnen. So, Rang 1 Division Rivals abgeschlossen. 2 seltene Megapacks, Elektrum Spielerpack und die Champs-Punkte. Und dann natürlich nochmal kurz die Weekend League Rewards. Ein wunderbares 20-10 geholt. Lief richtig gut, Kamera. 2 Spielerwahl, Spezialobjekte, 200k-Sets, 50.000 Coins und die Champs-Punkte. Let's go. Das heißt, die werden wir jetzt mal ganz entspannt öffnen. Hier ist ein Ball. Den können wir da durchaus mal verkaufen. So, fangen wir an, Jungs. Also, unfassbar stark wäre natürlich ein roter Martial. Sehr, sehr geil wäre auch ein Lewandowski. Und so weiter und so fort. Also, und Mahrez haben wir noch am Start. Jetzt heißt es Daumen drücken. 4 Spieler kriegen wir zur Auswahl. Einen werden wir nehmen und das doppelt. Deswegen, Jungs, bitte jetzt alle mal die Daumen drücken, allesamt Bade-Luck-Emote in den Chat. Und dann müssen wir hoffen. Ich mache das der Reihe nach, oder? Ich ziehe erst das Erste. 3, 2, 1, come on, EA. Wir starten mit Lala. Geiler Rechtsverteidiger. Pickford noch, ist aber eher uninteressant. Salah, aber der Falsche. Lala ist richtig gut, Jungs. Lala ist richtig gut. Schaut euch die Stats an. Das ist schon mal eine relativ bisher geile Karte. Ich glaube, das ist der Second Inform. 86 Pace, 83 Dribbling, 62 Schuss, 80er Def, 81er Passspiel, 83er Physis. Das ist lecker. Ja. Alles andere als so Lala, sondern so sehr geil. Deswegen Nummer 1. Lala ist da. So, und jetzt noch so ein schöner Martial, Jungs, oder? Hat die EA Bock noch auf so einen schönen Martial? 3, 2, 1, blub. Come on, EA. EA hat keinen Bock auf Martial, aber nochmal auf Lala. Jovic, Lodero oder Fabian? Ich denke, ich werde Fabian nehmen. Ich meine, jetzt werden relativ viele in den Chat reinschreiben, Jovic oder so, aber ich werde Fabian nehmen. Ich werde Fabian nehmen. Und dann passt das. 84er Fabian, 84er Lala. Ich glaube, da kann man sich als Gold 1 Spieler in dem Fall nicht beschweren. Also das hätte definitiv schlimmer laufen können. Und die Karte werde ich definitiv irgendwie mit einbauen. Das heißt, wir werden uns mal von Valencia trennen. Und dann passt das. Nice! Let's go. So, wir stehen bei 202.000 Coins. Und wir haben jetzt insgesamt noch... was haben wir denn? 3 Packs? Ne, wir haben mehr Packs, ne? Ja, wir haben... Einmal die Rivals Rewards, die beginnen ab hier. 2 55k Sets. Ich glaube, das ist ein 45k Set wieder. Wobei, ist es das? Keine Ahnung. Und dann noch die 200k Sets zum Schluss. Wir starten rein, Jungs. Jetzt noch so eine schöne, richtig geile Karte. Am besten auch noch aus den Rivals Rewards, dass man mal sagen kann, die Rivals Rewards lohnen sich. Ibrahimovic?
Hallo, herzlich willkommen. Ich meine, der gute Mann ist leider nichts wert, das ist leider das Problem. Aber Ibra haben, Ibra nicht haben, nimmt man gerne mit. 85er Ibra, könnte sogar noch irgendwie was Interessantes drunter sein. Okay, Bailey, Pope, Caicedo, Deco, Vydra und dann noch ein paar Silberspieler. Aber für das vermeintlich schlechteste Pack von den 5 Sets, die wir jetzt noch haben, also wenn es so weitergeht, dann will ich mich definitiv nicht beschweren. So, erstes 55k-Set. Gib mir ein Walkout, EA. Gib mir einen Walk. EA gibt mir keinen Walkout. Aber EA gibt mir... Jahrstein. Das kann ja wohl nicht Jahrstein, Jungs. Okay. Rafinha, Herrera. Nochmal ein Herrera. Lol. 2 Herreras. Alles klar. Ja, nimm doch mal mit. Einige Vertragskarten, einige Fitnesskarten. Birki dann noch am Start. Oh, die Transferliste ist ja bei mir fast voll. Müssen wir uns gleich mal nochmal ganz schnell drum kümmern. Den Rest nehmen wir mit. Und dann passt das. Chichi Calimero, was hat Calimero gezogen? Jungs, ein Icon oder was? Als ob. Warte mal, ich muss mal kurz hier die... zumindest die mal kurz rausnehmen. Dieser I91. Wow. Ihr könnt mich gerne wieder auf Twitter verlinken, was ihr so gezogen habt. Ich guck's mir dann an, aber wir öffnen jetzt natürlich erst nochmal schnell die Packs. Und wir brauchen natürlich, der Chat hat immer recht. Immer. Wir brauchen unser Pack-Lucklied. Come on. Letztes 55k-Set, danach noch 200k-Sets. Es ist wieder kein Walkout, aber es ist scheinbar zumindest, es ist wieder kein Brett. Stürmer England, Vardy. Ich glaube, der ist aber leider auch nichts mehr wert mittlerweile. Aber für unser Übergangsteam, für die aktuelle Weekend League, kann man den vielleicht irgendwie nochmal benutzen? Könnten wir mal schauen. Nehme ich durchaus mit. Sasa, Moutinho, Weiser, bla 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 bla. Das ist alles nichts wert. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Die kann da bleiben. So. Okay, Jungs. Da muss es jetzt knattern. Da muss es jetzt knattern, okay? Also wie wenn ihr ungefähr beim Griechen wart, ja? Lecker Gyros, Kalamari gegessen habt, paar Uso, 1, 2, 3, 4 Weizchen. Und dann auf so einer alten, schönen Holzbank sitzt. Es muss jetzt knattern. Wie genau in der beschriebenen Szene. Da muss es knattern, ja? Deswegen Daumen drücken. Vollgas geben. Und es knattert einfach nicht. Es knattert nicht. Kein Walkout. Frankreich. Stürmer. Benzema. 84er Karim Benzema. Hat nicht geknattert, Jungs. Hat nicht geknattert. Hat nicht geknattert. Okay, 83er Goretzka noch drunter. Können wir mal kurz nachschauen. Wo steht der mittlerweile? Ja, zumindest auch nochmal vielleicht bei 10k oder so. Aber der Rest eigentlich nicht so geil. Holy shit, und wir haben sehr, 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 sehr viele Objekte. Muss ich mal schauen, weil ich trotzdem relativ viel abstoßen muss. Machen wir einfach mal so, dann stoße ich die mal ab. Dann müssen wir uns nochmal kurz um die Transferliste kümmern. Und dann öffnen wir das letzte 100k-Set. Adi zieht einfach mal Lewandowski. Alles klar, GG Adi. Und auch noch im Tradable-Pack, ja moin. Ich will nur die wieder in meine Liste eintragen. Deswegen müssen wir mal schauen. So. Lanzini kann nochmal weg. Corluca kann nochmal weg. Bailey kann nochmal weg. Und dann haben wir, glaube ich, erstmal 5 Plätze frei. Das sollte einigermaßen reichen. So, Jungs. Jetzt müssen wir aber alle nochmal zusammenhalten. Wir brauchen jetzt nochmal was Gutes, EA. Also, erstes Pack Ibra in diesem komischen Elektrum-Spieler-Set ist okay. Aber danach war das eher mau. Deswegen, come on. 3, 2, 1, please. Gib mir jetzt noch einen Walkout, EA. Come on. Es ist der Walkout. Come on. Irgendwas richtig Geiles jetzt. Och, es ist Pjanic. Ich wollte gerade überlegen, wer soll denn das sein? Es ist Pjanic. 86er Pjanic. Ja, ist jetzt wahrscheinlich auch so mit der schlechteste Walkout, den man ziehen kann.
Dafür wollen wir ein wunderschönes Club-Trikot, das ist schön. Und vielleicht ist noch irgendwas drunter. Komm, gib mir nochmal ein Ibra oder so drunter oder irgendwas Geiles. 83er Vesino, nochmal in Inform. Okay, der dürfte aber wahrscheinlich auch nichts kosten. Ja, 15k aktuell, besser als nichts. Also das Pack geht in Ordnung. Vielleicht haben wir noch irgendein geiles Duplikat. Nee. Nicht wirklich. Akinfeev, groß. Die kann ich mal beide nochmal auf die Liste nehmen. Aber das ist zumindest in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ja. Aber insgesamt, rein von den Packs. Ich bin mit den roten Spielern sehr zufrieden. Also für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben. Wir haben Lala gezogen. Können wir nochmal kurz reinschauen. Das sind die ganzen Investitionen. Ja, moin. Dürften ganz hinten sein. Wir haben Lala gezogen und wir hatten noch diesen 84er Fabian. Also für Gold 1 ist das halt schon durchaus in Ordnung, die zwei. Vor allem Lala ist mega nice. Aber so die Tradable Packs? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Jungs. So, Jungs, ihr habt's gesehen. Pack Opening war so ganz irgendwie okay. Wir hatten jetzt nichts ganz Krasses mit dabei. Ibra gezogen und so weiter und so fort. Dann die Player Picks mit Lala war nice, aber war jetzt nichts ganz Krasses. Ein solides Pack-Opening, kann man sagen. In dem Sinn, wie angesprochen, möchte ich mit euch jetzt nochmal kurz auf die aktuelle Situation eingehen. Wieso, weshalb, warum ein anderes Team? Ich hatte ja eingangs geplant, auch wenn jetzt da mittlerweile schon viele Spieler raus sind, folgendes Team für die Weekend League mir zu holen und mit folgendem Team dann letztendlich reinzustarten. Ich baue das nochmal schnell im Hintergrund zusammen. Wieso, weshalb, warum sich einiges geändert hat, das kann ich euch schon mal von vornherein sagen, ist vor allem, weil es für mich relativ bald in den Urlaub geht. Vom 3. bis zum 17. November bin ich mit zwei Kumpels in Mexiko, sprich der Jahresurlaub, der mal wieder ansteht. Und dementsprechend die Chance für mich, erstmal zu entspannen und natürlich aber auch zum anderen, vielleicht meine Coins auch nebenbei ein bisschen zu vermehren. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wir hatten hier Kanté, Agüero, Lukaku fehlt noch. Deswegen bin ich ein bisschen von meiner Idee weggegangen, folgendes Team für die aktuelle Weekend League zu nutzen, nämlich genau das, was ihr jetzt im Hintergrund seht. Das war eigentlich geplant. De Gea, Alexandro, Bailly, Sanchez, Valencia, Agüero, Pogba, Matuidi, Eriksen, vielleicht sogar Kevin De Bruyne statt Eriksen, Kanté und Lukaku. Natürlich alles ein bisschen in-game anders. Das war die grundsätzliche Idee, von der ich dann aber, wie gesagt, ein bisschen weggegangen bin. Wieso, weshalb, warum? Was hat sich ereignet? Am Donnerstag kamen, beziehungsweise am Mittwoch war es, am Mittwoch kamen die Champions League SBCs. Es gab zum einen die Möglichkeit, diese Champions League Upgrade SBCs zu machen und es gab diese eine SBC Sternenglanz, glaube ich hieß die, in der man für relativ kleines Geld drei Champions League Spieler ziehen konnte, alle drei tradable, einer selten, zwei nicht selten, soweit ich weiß. Da hatten wir übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich euch das noch mit reinschneide, ich glaube fast nicht, aber wir hatten da, kann ich euch nochmal zeigen, ihn hier, Diego Costa mit am Start. Den haben wir gezogen. So, dann bin ich durch die FCN-Jungs. Ich hoffe, ich denke dran, dann kann ich euch die gerne mal unten verlinken. Das Twitter-Profil der beiden, die da sehr, 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 sehr gute Trading-Tipps geben. Könnt ihr gerne vorbeischauen und Grüße da lassen. Die haben wir dann gehostet und die sind unter anderem draufgekommen und haben mitgeteilt, dass man durchaus in Champions League Karten investieren kann. Wieso, weshalb, warum? Die Champions League Karten, die ihr ja hier im Hintergrund seht, zum Beispiel ein Lenglet, sind Karten, die auf jeden Stat plus 1 letztendlich geben, die aber auch nicht dynamisch sind. Das heißt, der Lenglet, der kann 17 Tore für Barca machen im nächsten Champions League Spiel. Deswegen bleibt diese Karte genau so, wie diese Karte ist. Auf der anderen Seite sind genau diese Karten aber auch nur in SBCs ziehbar oder wenn EA die in irgendeiner Art und Weise eben durch SBCs, Upgrade-SBCs, whatever, letztendlich rauspusht. Das heißt, die Karten sind mittlerweile seit Donnerstag 19 Uhr wiederum nicht mehr in Packs zu ziehen, weil da die SBC ausgelaufen ist. Dementsprechend habe ich mich da ein bisschen eingedeckt. Wir können das beispielhaft mal an Lenglet machen. Ich gehe mal kurz dazu in den Verein. Ich habe da knapp 200.000 Coins rein investiert und das würde sich Stand jetzt schon mal ordentlich auszahlen. Was ich schon mal dazu sagen kann, ich habe, schauen wir mal, ob ich den nochmal im Verein habe. Mit ein bisschen Glück habe ich da noch einen im Verein. Ja, ich habe diesen Guerrero insgesamt viermal verkauft. Dreimal war er auf der Transferliste. Ihr seht es für 3.300 Coins. Manche ein bisschen günstiger, manche ein bisschen teurer, aber ich sag mal zwischen 3.000 und 3.500 Coins. Drei Stück davon, ihr habt es live im Stream gesehen, habe ich für 14.750 Coins verkauft. Wir gucken uns den mal ganz kurz an. Guerrero steht, wie ihr hier sehen könnt,
so grob bei 10k, was auch schon mal ein ordentlicher Gewinn wäre, oder bei 8k, sagen wir mal. Sprich 5000 Coins über Einkaufspreis und das nicht mal 24 Stunden, nachdem ich den eingekauft habe. Was ist passiert? Ganz, ganz viele von diesen Champions League Karten sind auf den Markt gekommen und sind dementsprechend, wie gerade angesprochen, seit Donnerstag 19 Uhr aber wiederum nicht mehr in Packs zu ziehen. Das heißt, die werden von Leuten vom Transfermarkt genommen, es kommt aber kein Nachschub. Dementsprechend steigen die Karten. Und da habe ich ganz, 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 ganz viel investiert, wie ihr ja gerade schon sehen konntet. Was die Special Cards angeht, machen wir nochmal hier so. Da ist ganz viel blau. Party unter anderem. Gehen wir mal durch. 11.000 Coins steht mittlerweile bei... Na gut, 2.000 ist ein bisschen nicht aussagekräftig. Ich würde sagen 20, wie ihr seht hier, ne? Also auch der ist schon mittlerweile fast doppelt so viel wie Einkaufspreis. Fazio eher zum Beispiel einer der günstigeren für 1,9 gekauft. Steht mittlerweile, ich würde sagen, auch so zwischen 3 und 4K. 3,9 war hier der günstigste. Also auch das ziemlich genau Doppelte. Henderson, gekauft für 13.000 Coins, steht bei, gehen wir mal ganz an den Schluss, nicht, dass jemand sagt, ich pick mir hier nur genau die Besten raus, steht hier bei, ihr seht's auch, irgendwie rund um die 20k, so ganz grob, 19, 20k. Und so können wir das unendlich weitermachen. Heißt, diese Karten hatten für den kurzen Zeitpunkt von ein paar Stündchen ein absolutes Down. Paulista auch hier, krass, 17,5, na, ganz entspannt. Hatten ein absolutes Down, weil der Markt damit geflutet wurde. Nach und nach werden die aber wiederum jetzt vom Markt genommen. Es kommt kein Nachschub, dementsprechend steigen die Spieler an. Da habe ich ganz, ganz viel investiert und dann bin ich auf die Idee gekommen, doch meine ganzen Spieler heute am Donnerstag nochmal zu verkaufen. Ihr seht es an den Coins, ein bisschen was ist schon weggegangen. Ein paar Spieler sind aber auch noch drauf, wie zum Beispiel Hazard und Pogba und Lukaku. Und das sind auch keine utopischen Preise. Das heißt, 380 plus 500 macht 580, macht, sagen wir mal, grob 800k, die ihr auch nochmal oben drauf rechnen könnt, auf die Coin-Anzahl da oben. Plus dann eben noch die ganzen Investitionen, die ich am Start habe, da kommt eine Menge zusammen. Und wie ich es angesprochen habe, ich bin vom 3. bis zum 17. November im Urlaub, deswegen dachte ich mir, das ist jetzt noch eine WL, die ich vor dem Urlaub mehr oder weniger durchzocken kann, weil die nächste Woche wird ein bisschen schwierig, nur am Freitag 30 Games, direkt ne, vorm Urlaub, mal gucken. Warum jetzt nicht zu einem guten Preis alles verkaufen? Pogba, ihr seht es, für 400.000 gekauft. Ich sag mal, für 490 würde der instant weggehen. Ist minimal überteuert, dementsprechend drauf. Also auch da macht man mega Gewinn. Hazard für 3,66 gekauft, für 3,79. Das ist jetzt nicht der mega Gewinn, genauso bei Lukaku. Aber das sind trotzdem sehr, sehr gute Preise. Und die Preise, die ich damit erzielen will, diese Coins, die ich damit erziele, die will ich letztendlich nutzen, um nochmal ein bisschen ins Team, beziehungsweise in Spieler zu investieren, so rum. Um dann, wenn ich nach dem Urlaub zurückkomme, einige Coins zu haben und dann wieder mein Team neu zu bauen. Denn lieber habe ich Coins und investiere die 2 Wochen, wo ich weg bin, anstatt dass ich Pogba, Lukaku, Hazard im Verein rumliegen habe, obwohl ich ja gar nicht zock. Das ist letztendlich der Hintergrund, damit ihr da Bescheid wisst. Und jetzt, um nochmal das Thema abzuschließen und dann habt ihr wieder Ruhe von mir und meinem Gequassel hier, werde ich in die Weekend League mit folgendem Team reinstarten, nämlich diese Truppe. Auch das Team besteht zum größten Teil aus vielen, vielen, vielen Investitionen. Unter anderem auch Rose, können wir nochmal reinschauen, für 9.400 Coins gekauft. Rose steht mittlerweile bei, ich gehe wieder Richtung Stunde. Und wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, die sind jetzt gerade mal knapp 24 Stunden. Beziehungsweise, wo ich gerade aufnehme, ein bisschen länger. Aber so einen guten Tag nicht mehr auf dem Markt. Also bis zur nächsten Champions League Partie oder bis zur nächsten Champions League SBC, wo man die dann wieder ziehen kann, ist noch ein bisschen hin. Also da werden die definitiv steigen, nicht fallen, weil das macht sonst keinen Sinn. Ihr seht's, bei 15k war, glaube ich, der günstigste. Also auch das sind schon wieder 6k über Einkaufspreis nach 24 Stunden, nachdem die nicht mehr in den Packs sind. Unfassbar. Oder in den SBCs sind. Sprich, eine Mischung aus sehr, sehr günstigem Team oder zum Teil Investitionen oder Untradables, wie jetzt ein Sanchez ist untradable, ein Lala ist untradable, ein King ist untradable, ein Wijnaldum ist untradable. Also das ist super. Unter anderem heute noch ein Mkhitaryan mitgenommen für 1,5. Auch der steht irgendwie, ich glaube, bei 5k oder so oder 4k. Ja, ihr seht's. Zwischen 3 und 4. Also auch das ein guter Preis. Da. Perfekt. Dementsprechend, aktuell liegt oder sieht vieles, vieles, vieles nach Investition aus und weniger nach einem krassen Team. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Ziel mit dem Team, ich würde sagen Gold 2 oder Gold 1, wenn wir das hinkriegen, wäre ich mehr als zufrieden. Aber auch das ist halt wieder die Überlegung. Spielt man mit einem krassen Team und schafft dadurch vielleicht Elite 3 oder spielt man mit einem schwachen Team und erzielt dadurch nur Gold 2? Der Unterschied zwischen den Rewards
wird aber meiner Meinung nach durch Investitionen und durch cleveres Investieren um ein Vielfaches erreicht, als dass ich jetzt mich in der Weekend League Richtung Elite 3 quäl. Dann investiere ich lieber im Nebenher so ein bisschen und mache dadurch ungelogen viel mehr Coins. Ihr seht es ja allein durch die Champions League Karten, von denen ich 50 oder so im Verein habe. In dem Sinn, das wird das Team sein. Wenn ihr Bock habt, vorbeizuschauen in der Weekend League, dann tut das ja gerne. Ich werde Freitag, Samstag, Sonntag natürlich wieder streamen. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung und damit verabschiede ich mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr essen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Ich wünsche euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Haut da rein. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.